Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Sind jetzt, glaube ich, die einzigen zwei Spiele, die ich am Samstag machen kann. Die Rest, ich glaube, ich bin bei 19 Spielen noch. Das heißt, die restlichen 17 muss ich dann am Sonntag machen. Das wird geil. Ich glaube, ich werde auch erst um 5 anfangen können mit Spielen. Dann werde ich nochmal zu meinen Eltern gehen müssen. Also, das wird dann morgen wieder ein schöner Marathon, wo ich wahrscheinlich alle verlieren werde. 18 Spiele haben wir noch. Stimmt, wir haben ja 3 gemacht. Also haben wir dann 16 morgen. Okay. Also wenn ihr jetzt 2 schafft, aber davon gehe ich mal aus. Ich will eigentlich so weiterspielen wie bisher. Ich habe zwar schon ziemlich viele Spiele verloren, aber ich fühle mich irgendwie, bin trotzdem zufrieden mit meinem Spiel. Ich habe, denke ich, auch in den Spielen, wo ich verloren habe, gut gespielt, hatte viel Pech auf jeden Fall. Und waren teilweise halt knappe Spiele, wo ich leicht der bessere Spieler war, würde ich sagen. Und naja, ich will eigentlich schon so weiterspielen wie bisher. Ich denke, wenn ich mich weiterhin auf die Abwehr konzentriere und versuche, das alles als Herausforderung wahrzunehmen, dann kann ich mein bestes Spiel mehr oder weniger auf den Platz bringen. So, das Team ist schon ziemlich gut, würde ich sagen. Vor allem wieder mal ein sehr guter Torhüter. Es gibt halt einfach so viele Torhüter in der Premier League, die wirklich sehr gut sind, dass die halt nicht so extrem teuer sind. Und deswegen hat halt fast jeder mit einem besseren Team so einen. So, konzentrieren wir uns. Wie gesagt, vor allem Abwehr muss stabil sein. Und der Rest kommt dann fast ganz von alleine. Krass, wie knapp das war, ey. Sehr geil. Schade, das war auch wieder knapp. Schön gemacht von Ginter. Geil gedreht mit Werner, aber dann hat es leider in der kurzen Ecke nicht gereicht, um den Torhüter zu überlisten. Schön gemacht mit Bailey. Scheiße! Sind wir gefährlich in den Strafraum gekommen, aber hat noch nicht gereicht. Und dann gab es nicht mal eine Ecke, geil. Aber egal, die Angriffe waren ganz gut. Schön abgefangen von Bailey. Na, wieder keine Ecke. Schade, schlechter Kopfball von Alaba. Schön abgefangen mit Vidal. Diesmal gibt es wieder keine Ecke, es gibt Einwurf. Fuck. Was? Wir waren zuletzt dran? Wie macht denn der Gegner das die ganze Zeit? Dass wir immer zuletzt dran sind, das gibt's ja gar nicht. Ja, hat auf jeden Fall Probleme. Oder wir verteidigen gerade sehr gut. Oder antizipieren sehr gut, eins von beiden. Fällt mir ein, ich wollte ja mal Müller als ZOM testen. Den haben wir ja als Leihspieler. Das müsste ich eigentlich mal abseits der Weekend League machen. Und James würde ich auch irgendwann gerne mal probieren. Hab bisher Gutes und Schlechtes von ihm gehört. Hat halt, glaube ich, sehr wenig Ausdauer. Das ist ein bisschen scheiße. Weil ich meine Einwechselspieler ja schon für die Außen nutze.
Okay, ich wollte eigentlich auf Vidal passen und nicht auf Origi, aber es hat trotzdem geklappt, glücklicherweise. Vidal ist halt genau in dem Moment zurückgelaufen, also zurückgegangen, hat sich zurückfallen lassen. Mal gucken, ob man es. Nein, man sieht es nicht. Ist genau in dem Moment hat er sich zurückfallen lassen, als ich halt auf ihn passen will und deswegen wählt dann halt FIFA quasi Origi aus statt Vidal, aber es hat trotzdem geklappt, von daher. Nicht schlimm. Ist auch, denke ich, verdient, dieses 1-0. Der Gegner hat, wie gesagt, in der Abwehrprobleme und im Angriff. Also jetzt nicht spielerisch die Herausforderung. Ich kann trotzdem gegen ihn verlieren, das ist mir bewusst, aber. Schade. Schade. Na also. Na also. Hallo. Oh. Ist sogar noch ein Foul, krass. Schön gemacht mit Vidal, gute Grätsche. Aber ja, Vidal ist das Abwehrmonster, das ich es gehalten habe, bisher leider nicht offensiv so stark, wie ich gedacht habe. Ich weiß nicht, ob es gerade nur Zufall ist. An meiner Spielweise liegt, am Champions League Style sollte es eigentlich nicht liegen, weil er müsste ja eigentlich schon ohne. Also, ich habe halt Shadow, das boostet halt nichts offensiv, aber. Außer vielleicht noch Tempo. Das braucht man ja auch offensiv. Schade, aber. Ja, es kann halt einfach Zufall sein. Bisher hat er offensiv eigentlich noch gar nichts gezeigt. Was nicht schlimm ist, wie gesagt, ich behalte ihn auch, wenn er offensiv eine Pfeife ist, weil er defensiv einfach so stark ist. Aber ich denke, es kommt noch. Hat auch gute Distanzschusswerte, ist auch ein Distanzschütze, was die Attribute angeht. Also hat auch dieses Merkmal Distanzschütze. Aber bitte nicht. Danke. Kimmich hat eine gute Sprungkraft, deswegen setzt er sich doch ab und zu mal durch bei einem Kopfballduell, obwohl er natürlich nicht so groß ist mit, weiß ich, 1,70 irgendwas. Das war scheiße von mir. Kann es aber zum Glück wieder gut machen. Fuck! Das war knapp. Kimmich, ich wollte auf Kimmich wechseln. Das war nicht gut verteidigt von mir, bin ich zufrieden. Zum Glück hat er mit Sterling da keinen Kopfball steigen und macht keinen gefährlichen Kopfball. Scheiße, alles zu. Da werden wir auf Origi flanken, weil der Kopfball steig ist. Sehr gut. Oh, hier ist ja sogar Platz. Dumm von mir, da anzuspielen, war halt eindeutig klar, dass er gedeckt ist. Hat wahrscheinlich einfach wieder nur einen schnellen, der aber keinen Körper mitbringt. Jetzt bin ich hier auf jeden Fall viel zu fahrlässig. Was ist denn los mit mir? Glück gehabt. So, jetzt muss ich mich ja wieder konzentrieren. Ich mache gerade viel zu viele dumme Fehler. Ich nehme es gerade zu leicht. Ich merke es doch. Okay, jetzt versuchen wir wieder so zu spielen wie am Anfang der ersten Hälfte und nicht wie am Ende. Gleich habe ich leicht einen Hals verrenkt. Das ist irgendwie unangenehm. So, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder ein bisschen. Hat auch Musa, fällt mir gerade auf. Schöner Pass auf Bailey. Schade. War schwierig, dadurch die Lücke durchzuspielen, aber Arangis kam einfach so schön frei angelaufen. Schön gemacht mit Vidal. Erste Ecke im Spiel.
Was hast du in der zweiten Hälfte? Ungewöhnlich. Schade, hätte ich glaube ich sogar noch einen Tick straffer aufziehen können. Macht mit Kimmich. Mist, ich habe eigentlich direkt auf Passen gedrückt, hat er leider nicht gemacht. Das war dumm von mir, was mache ich denn gerade? Hat er gut gedribbelt, aber an Kimmich kommt er nicht mehr vorbei. Wollte ich halt eigentlich auch nicht hinpassen. Na toll. Glück gehabt. Schön gespielt. Ja, der Gegner ein bisschen Glück. Wer gemacht mit Kimmich? Was war das denn? Scheiße. Boah, zum Glück. Dürften uns nicht beschweren, wenn es hier 1-1 steht, ey. Scheiße, Mann, das gefällt mir nicht. Komm schon, konzentrieren und das Ding nach Hause fahren. Vor allem zu Null spielen, das wäre geil. Aber erstmal ein zweites Tor machen, das ist noch viel wichtiger. Ach so, jetzt haben wir ja kein Origi mehr. Fuck. Flanke ich ihn jetzt hin? Scheiß drauf, einfach auf Werner. Es ist am weitesten weg. Toll, jetzt sind wir trotzdem 3 Meter vom Strafraum. Hat sich ja richtig gelohnt. Ach, fuck! Oh, Mist. Geht der nochmal auf Pause gegangen? Gar nicht gemerkt. Was spielt der denn? Was spielt der denn? 3, ich kann nicht gemerkt, auf Dreierkette gewechselt hat. 3, 4, 1, 2 oder 3, 2, 2, 1, 2. Je nachdem. Aber ich glaube, das ist eher noch eine Viererreihe. Also 3, 4, 1, 2.
Sehr offensiv, scheint ihn aber nicht zu bringen. Dieser Einzelspieler spiele ich auch nicht so gut, aber ich spiele gerade auch nicht mein bestes Spiel. Das hat er sehr schlecht gelöst, weil es ja eindeutig zu sehen war, dass da zwei von mir stehen. Achtzigste. Ich glaube, ich gehe jetzt auf Zeit. Scheiße. Schlecht gelöst. Oh, er ist nochmal auf Pause gegangen, na dann. Haben wir mal den Ball nicht rausgehen lassen. Das war's. Bin ich zufrieden mit dem Spiel, auch wenn ich es gewonnen habe. Ich war einfach dann, also Anfang erste Hälfte, Großteil gut gespielt, aber dann Ende zweiter Hälfte. Ende der ersten Hälfte schlecht gespielt, dann in der zweiten Hälfte denke ich mir ganz so schlecht gespielt wie am Ende der ersten, aber immer noch nicht so, wie ich es mir hätte vorgestellt. Aber trotzdem gewonnen, erstmal schön. Wie viele Siege haben wir jetzt? Ah, 4 Stück erst, das ist so peinlich. Wir haben 4 gewonnen, 4 verloren, das ist gut, das ist richtig gut. Wollte eigentlich gerne wieder 15 Siege schaffen. Mindestens. Ich, wie gesagt, ich spiele auch, gut, das Spiel war jetzt nicht super gut, aber ich habe erstmal gewonnen, das ist erstmal wichtig. Aber insgesamt betrachtet spiele ich ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich denke, ich bleib ruhig. Ich versuche meine Möglichkeiten zu nutzen. Come on! So, jetzt noch mal eine Stufe, noch mal eine Schippe drauflegen quasi. Okay, das Team ist interessant. Ist eigentlich schon ziemlich gut. Ist eigentlich schon ziemlich gut. Auch Pogba wieder drin. Ich weiß nicht, was an FIFA 18 kostet. Noch gar nicht nachgeschaut. Weil ich ihn halt nicht brauche. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er wieder so in der Richtung einer Million liegt. Konzentrieren wir uns aber erstmal. Gut antizipiert. Mit Casemiro. Ist wieder so ein scheiß Stadion, was wieder so ein grelles Licht hat. Was wieder so ein grelles Licht hat. Das ist so eklig. Das war nicht ganz so schlimm wie mega viel Schatten, aber es ist schon nicht geil. Vor allem. Na gut, die Farben sind eigentlich egal, aber ich glaube, Schwarz ist da echt am ekligsten. Verstehe auch nicht, warum man so ein Stadion spielt. Elfmeter, krass! Das war aber kein verdienter Elfmeter. Das ist auf jeden Fall kein verdienter Elfmeter. Krass, Alter. Ich gucke noch mal gerne die Wiederholung an, aber meiner Meinung nach, ich kann es gerade nicht wegdrücken. Jetzt, ne? Also ich gab, glaube ich, einen Kontakt und er fliegt dahin, aber ich glaube, der Gegner kann nichts dafür. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass keiner dann auf Tackle gedrückt hat, aber es sah irgendwie so aus, als wenn er nichts dafür könnte. Neymar. Reicht. Okay, schöner Anfang, ziemlich lucky auf jeden Fall, aber ich weiß halt nicht genau, also es gab glaube ich einen Kontakt, deswegen ist es nachvollziehbar, dass es ein Elfmeter ist, aber ich weiß nicht, ob es ein verdienter Elfmeter war.
Ich konnte in der einen kurzen Wiederholung nicht sehen, ob es ein Foul war oder einfach nur der Spieler reingelaufen ist. Und wahrscheinlich hat der Gegner halt auch nicht gedrückt und es war wenn dann CPU-Fehler, denke ich. Er hat auch Willian, aber hat er den Impf vom Willian gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, wie geil, Alter, wie geil! Der hat keinen Abschluss mehr, der Junge. Und er macht so ein geiles Tor. Aber viel wichtiger war noch dieser krasse Außenrisspass. Guckt euch den nochmal an, vielleicht sehen wir eine Wiederholung. Dieser krasse Außenrisspass, straffer, krasser Außenrisspass mit Willian, der war richtig geil. Und wie gesagt, Allen hat zwar ein gutes Stellungsspiel von 84, aber ich weiß nicht, ich glaube, hier, der Pass war so krass. Oh, auch noch getunnelt. Ich glaube, er hat gefühlt, ich weiß nicht mehr, 63 auf Abschluss oder so. Oder waren es 63 Distanzschuss? Also, er war irgendwie total schlecht auf jeden Fall. Er hatte nur ein gutes Stellungsspiel, aber ich glaube, einen schlechten Abschluss, oder? Also, er hat keine 80 auf Abschluss auf jeden Fall. Selbst wenn es 79 sind. Dann waren sein Distanzschusswert zu mega schlecht. Aber irgendwas war ziemlich schlecht abschlussmäßig. Und das war kacke. Bitte jetzt kein Gegentor, weil ich würde ganz gerne diese 2-0-Führung eine Zeit. Oh, toll. Diese 2-0-Führung eine Zeit lang halten. Am besten bis zum Ende. Ach, mir fällt gerade ein, wir haben das letzte Spiel ja zu 0 gewonnen. Sehr geil. Jetzt bricht er ab. Komm, 16. Minute, 3-0. Brech ab. Brech ab, Junge. Komm her, verdammt nochmal. Komm her. Ja, Baby. Und jetzt ruhig, Fräulein, ruhig. Ist auch ein schöner Jubel. Jetzt noch schnell 4-0, das war's. Und ohne Scheiß, wir sind nicht 3-0 besser. Also, wir sind nicht so krass viel besser. Wir haben gerade einfach mega Glück mit unseren Abschlüssen und allem. Das war gut getribbelt. Gibt nicht auf. Wir brauchen das 4-0. Oh, das war kein Foul. Krass. Brauchen das 4-0, verdammt. Ich will, dass er abbricht. Dann können wir nämlich jetzt noch ein drittes Spiel machen. Das wäre cool. Wir müssen aber jetzt vor allem das Spiel gewinnen. Also das ist erstmal ganz wichtig. Nicht, dass wir jetzt wieder ein 3-0 abgeben oder so. Scheiße. 3-1 ist schon mal nicht so geil. Verdammt, jetzt bricht er halt nicht ab, wenn wir das vierte schießen. Das ist halt das Problem. Okay, dann halt nur zwei Spiele in der Aufnahme. Jetzt nur konzentrieren, dass wir das Spiel halt auch noch gewinnen. Das ist erstmal wichtig. Ich meine, wir haben noch zwei Tore Vorsprung, aber ich habe ja gesagt, wir sind nicht so viel besser, wie wir geführt haben. Wir sind keine drei Tore besser. Nein, ich wollte auf Roberto Firmino spielen. Oh, fuck. Schön gemacht mit Dani Alves. Haben uns auch gut befreit. Oh, fast hätten wir es geschafft, den Ball rumzulegen. Und dann hätten wir schön Willian in den Lauf passen können. Ah, die Grätsche kam ganz gut, leider halt trotzdem kein Ballbesitz. Come on! Sehr gut. Oh, was ist denn das für ein Pass gewesen? Ach du Scheiße! Das war ein normaler Pass, den der Neymar versaut. Am Anfang habe ich echt gedacht, oh, Neymar macht ja jeden Pass geil und ja, mittlerweile hat er schon ein paar dumme Dinge rausgehauen. Scheiße, Mann! Das läuft gerade nicht mehr gut. Ganz schnell das Vierte machen.
Aber wir haben immer mal unsere Chance, deswegen. Der Vorsprung ist erstmal ganz gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch ein Tor. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch ein Tor machen, ist hoch, denke ich. Weil der Gegner spielt echt nicht schlecht. Deswegen, das wäre ein richtig wichtiger Sieg gegen den. Weil er eben eigentlich ganz gut spielt. Schade. Diese scheiß Pace über außen laufen nervt, ey. Geiler Pass. Schade. Hat ein bisschen Glück. Ist halt auch wieder so ein Gegner, der echt selten den Ball im Aufbauspiel verliert, wenn dann halt erst am Strafraum im gegnerischen. Das ist halt immer blöd, also es ist immer schwer. Scheiße, das wird dumm. Immerhin, mit 2 Toren Vorsprung in die zweite Hälfte ist schon mal viel wert, aber wie gesagt, der Gegner ist nicht schlecht. Das ist ein bisschen Kacke. Aber wir haben es zum Großteil gut verteidigt gegen ihn. Wie jetzt auch ein schöner Aufbau von uns. Von hinten rein, ne? Das ist eigentlich rot, aber egal. Das wird kein, also ich glaube nicht, dass es rot gibt, aber es ist eigentlich rot. Oh, da gibt nicht mal gelb, krass. Jetzt aufpassen, dass ich nicht zu oft reingrätscht gegen ihn. Danke. Das hat er natürlich sehr schwach gespielt. Und das war von uns sehr schwach gespielt. Das war von ihm wieder schwach. Und jetzt konzentrieren wir uns. Ich brauche ja auch keinen Stress machen. Ich habe erstmal 2 Tore Vorsprung. Ruhiger Spielaufbau, auf Sicherheit gehen. Nicht die Bälle leichtsinnig verlieren. Das ist alles Zeit. Also ich will jetzt kein Zeitspiel betreiben, aber einen ruhigen, vorsichtigen Spielaufbau kann man ja trotzdem machen. Und hier hätte ich einen Laufpass nehmen müssen. War leider ein normaler Pass. So klar. Fuck. Stand Boateng leider noch genau richtig, aber war schön gespielt. Oh, fuck! Er hat nämlich den Fehler gemacht und es nicht gedeckt. Leider nur ans Alu, aber schöner Kopfball von Firmino. Oh, da hat man doch eigentlich schon den Ball. Och, Mist. Oh, zum Glück, ich dachte schon, ne. Ich dachte echt, da geht rein. Sechzigste. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, das wird zu eklig. Muss echt aufpassen. Vor allem, ich will halt noch ein Viertes machen, verdammt. Brauchen das Vierte. Wenn wir das Vierte machen, bin ich mir recht sicher. Dann ist es der Deckel. Also solange wir jetzt nicht irgendwie noch ein zweites fressen. Wie jetzt zum Beispiel. Oh, fuck. Jetzt wird's eklig.
Jetzt wird's richtig eklig. Aber selbst jetzt denke ich, wenn wir jetzt noch ein viertes schießen, ist es der Deckel. Ist denn hier niemand in der Mitte? Toll. Alter, ich komme aber auch nicht raus, ey. Da wollte ich nicht hinpassen, fuck! Wie kann man denn den Ball nicht kriegen für Minjo? Achtzigste, okay, jetzt mache ich Zeitspiel. Fuck you, das gibt's doch nicht. So billig, wie ich die Bälle verliere. Na, endlich macht er mal einen Fehler. Ich denke, wenn wir so gewinnen würden jetzt, wäre es verdient und auch okay mit der Führung, mit der knappen. Weil wir halt einfach das Powerplay am Anfang gut genutzt haben. Das war toll gemacht von mir. Schön den Vorteil verloren. Gemacht. Oh nein, er lag sich nicht gerade so ein Ball. Sehr gut. Sehr schlecht. Oh. Sehr gut. So, das war's jetzt bitte. Bin so nicht zufrieden, wie die zweite Hälfte lief, aber ich denke, dadurch, dass wir halt geführt haben mit 2 Toren Vorsprung, muss man da nichts anderes machen. Von daher kann ich erstmal zufrieden sein. Tore: Firmino, Neymar, Allen. Das Tor von Allen war krass, ey. Telles, Raphael, Willian. Gucken wir uns direkt nochmal die Abschlusswerte an von. Das war ein wichtiger Sieg, weil der Gegner war echt gut. Zwar denke ich. Recht ausgeglichen. Ich denke, es ist auch schwer jetzt zu sagen, ob er besser war oder ob ich besser war, weil dadurch, dass ich halt am Anfang dieses Glück hatte mit dem Elfmeter und generell halt diese schnellen 3 Tore geschossen habe, kann man, glaube ich, nicht die wirkliche Leistungsfähigkeit von beiden Spielern gegenüberstellen, weil das verändert ja komplett das Spiel. Wenn es jetzt quasi 0-0 die ganze Zeit läuft, kann man viel besser erstmal sehen, wer spielerisch
quasi den anderen dominiert. So ist halt er direkt gezwungen, aggressiver zu spielen. Ich muss zugeben, ich bin nicht ganz so gut klargekommen mit seiner aggressiven Spielweise. Aber durch die 3 Tore Vorsprung musste ich halt auch nicht anders spielen. Deswegen ist es, denke ich, jetzt schwer zu sagen, wer besser war. Ich denke, so wie das Spiel gelaufen ist, ist es absolut okay und verdient, dass ich knapp mit 1 Tor Vorsprung gewonnen habe. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Gegner vielleicht sogar besser war. Auch wenn es jetzt halt nicht zu sagen ist, aber das war auf jeden Fall ein wichtiger Sieg. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Die restlichen 16 Spiele gibt es dann wieder am Sonntag. Tschö, tschö. Also für euch nicht, aber für mich.